Sie ist die schnellste Frau Österreichs. Sie hat sich in der NASCAR Euro Series etabliert und durchaus ambitionierte Ziele für die Zukunft. Alina Leumegger ist frisch gebackene 28 Jahre und gibt uns jetzt hier im Classic Depot Wien einen Einblick in ihre zukünftigen Träume. Zunächst einmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass ich da sein darf mit euch. Ich freue mich voll. Lass uns vielleicht zuerst einmal über den Zugang generell zum Motorsport sprechen. Ich glaube, wir leben mittlerweile in einem Jahrhundert, wo Frau und Mann relativ gleichgestellt sind, wo es auch nicht unüblich ist, dass eine Frau vielleicht einmal in einem Rennwagen drinnen sitzt. Wann ist bei dir so der erste Gedanke gereift, das könnte es vielleicht werden? Ich habe mir jetzt über das, eigentlich wo ich angefangen habe zum Kartfahren, jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht, wie cool das wird, wie das eigentlich sich entwickelt. Ich habe Kartfahren echt als Leidenschaft eigentlich angefangen mit Freunden, also wirklich Spaß. Bin dann zum Kartfahren in Kärnten dazu gekommen und da waren wir dann einfach mal so österreichweit, habe ich da meine ersten Erfahrungen gemacht in verschiedenen Kartrennen und ja, habe da mal so meine Erfahrungen gesammelt und habe gemerkt, dass man es echt, also nicht nur Spaß macht, sondern dass ich es auch relativ gut kann. Und dann ist dieser Gedanke immer intensiver geworden und in deiner Jugendphase gab es dann unterschiedliche Ansätze oder war für dich irgendwo klar, ich würde wirklich gerne mal im Erwachsenenalter Rennen fahren? Ja, also es war dann schon so der Traum da, dass ich sage, boah, es wäre mega cool, wenn ihr das eben beruflich machen könnt. Habe dann aber eben eine Ausbildung als Floristin gemacht. Also ich habe nicht jetzt von daheim aus so das Budget jetzt gehabt, dass ich gleich sagen kann, ich mache jetzt zu 100% Motorsport. Also ich habe mir das jetzt auch über die Jahre aufgebaut, dass ich das so betreiben kann. Und ich habe dann, wo ich nach dem Kartfahren eben gemerkt habe, dass eben Autofahren, ich habe mit meiner Mama relativ früh angefangen, Autofahren zu üben. Und habe dann eben mich entschieden, dass ich ein paar kleinere Tourenwagenserien einmal anfange. Also es gibt ja einen coolen 3-Stunden-Cup am Wahrhauring, den kennt man vielleicht, wo man einfach echt einmal reinschnuppern kann, wie Motorsport dann auch vor sich geht, wie sich ein Rennen anfühlt, wie das alles so abläuft. Und dann habe ich gewusst, dass ich auf das hinarbeiten möchte, dass ich das wirklich hauptberuflich machen kann. Jetzt hast du deine Mutter oder deine Eltern schon angesprochen. Wie groß war da der Support von Anfang an? War die Angst vielleicht größer? Nein, also total. Ich bin da echt voll unterstützt worden. Mental, ja, wie auch immer. Also das war immer so, dass sie wirklich sagen, wenn das Spaß macht, wenn du das machen willst, dann kämpf und arbeite hart dafür. Mhm. Also da war wirklich der Support immer da. Jetzt hast du aber auch erwähnt, dass du im Hintergrund nicht unbedingt diesen finanziellen Support hattest, um vielleicht einen Schritt schneller in den Motorsport zu schaffen. Ist es trotzdem dann das Zeugnis, dass du es gerade ohne dem geschafft hast, dass du gut genug bist, um mitfahren zu können? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere schlecht oder gut ist, also überhaupt nicht. Ich weiß es voll zum Schätzen, weil ich es mir einfach wirklich selber aufgebaut habe und hart dafür gearbeitet und gekämpft habe, dass das so sein kann, wie es ist. Und ich glaube eben, es ist generell schwierig, also Sponsoren ist sowieso ein großes Thema, also man muss immer ein großes Budget auf die Füße stellen, um das zu erreichen, muss man natürlich auch Leistung zeigen und abliefern, also so ist es nicht. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, inwieweit man das dann eben machen kann. Klischeehaftes Denken könnte uns dazu verleiten, zu glauben, dass du vorwiegend männliche Jugendfreunde vielleicht aufgrund deiner Tätigkeit hattest. Wird sich das Ganze so angepasst aufgrund der Tätigkeit? Nein, gar nicht. Also mein Freundeskreis ist bunt gemischt. Also ich war aber Freundinnen gehabt, die mit Kartfahren gegangen sind, denen es halt dann einfach nur Spaß gemacht hat, die sich dahingehend jetzt auch nicht so weiterentwickelt haben. Aber natürlich ist Motorsport, es sind mehr Männer als Frauen, ja. Aber ich habe bis heute, Gott sei Dank, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber wie wird man trotzdem von männlichen, gleichaltrigen Klassenkollegen wahrgenommen? Gehen die hin zu und sagen, Alina, richtig cool, was du machst? Oder hast du dann einen höheren Respekt gegenüber dir verspürt? Also natürlich. Also man muss eben, wie ich gesagt habe, also man muss schon auch sagen, dass man was drauf hat, aber das soll ja in jedem Sport so sein. Und gerade in der NASCAR-Serie muss ich sagen, also es ist echt relativ cool, es ist total familiär und es ist auch wirklich, es redet jeder mit jedem und da kommen auch dann wirklich Leute her und sagen, hey, voll cool, gutes Rennen und das ist wirklich dann einfach auf Augenhöhe. Also da habe ich jetzt keinen Vor- oder Nachteil, würde ich einmal behaupten. Der österreichische Motorsport hat natürlich auch schon speziell in der Formel 1 in der Vergangenheit Kaliber rausgebracht, wie den Niki Lauda und einen Gerhard Berger. Momentan stehen wir so ein bisschen in der Warteschleife, was wirklich die großen, wichtigen Positionen rund um wichtige Tagessiege auch betrifft. Wo siehst du denn Österreich im Motorsport generell?
Ja, ich meine generell natürlich, also was die Österreich eben, da denkt jeder gleich an Wintersport, das ist bei uns halt einfach präsenter. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn Motorsport auch noch ein bisschen mehr Reichweite kriegt, auch was eben Werbung, Marketing angeht. Also ich würde das ganz cool finden, wenn man da auch vielleicht die jungen Talente vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützt, um einfach im Motorsport auch bekannter werden. Also Österreich und Motorsport, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man wenn da auch alle noch ein bisschen mehr die Augen drauf ausrichten. Wird ganz sicher vielleicht auch mal diesen Kontext männlich und weiblich heranziehen. Du hast ja gesagt, vorwiegend natürlich Männer in der Rennserie dann auch unterwegs. Wie ist trotzdem das Gefühl, aufgenommen zu werden als frisch gefangte Blattgefragte? Ja, natürlich, voll cool. Also ich meine, es macht ja auch voll Spaß. Und wenn man dann auch ein bisschen seine direkten Konkurrenten auserfindet, dann hat man natürlich eben Konkurrenzkampf ist eh dabei, aber wenn es auch noch ein bisschen auf einer freundschaftlichen Basis ist, ist es echt ganz cool. Und auch was so die qualitativen Unterschiede betrifft, wir wissen ganz genau, wenn es jetzt um einen 100-Meter-Lauf geht, dann ist natürlich die körperliche Konstitution eines Mannes besser geeignet, um schneller laufen zu können. Gibt es auch, wie soll ich sagen, empirisch erhobene Daten, dass Frauen kleinere Nachteile im Rennwagen haben, oder würdest du sagen, das kann man widerlegen? Boah, also ich glaube, ich würde jetzt einmal behaupten, dass ich fit bin, aber natürlich muss ich viel dafür tun, also keine Frage, so ein Rennen ist körperlich echt anstrengend und da muss jetzt dann eben, also wenn ein Mann jetzt gar nicht trainiert und einsteckt, heißt es auch nicht, dass er jetzt fahren kann, also du musst schon als Sportler fit sein und du musst dich einfach auch wirklich fit halten und das ist dann eben auch, also ob Frau oder Mann, du musst das Rennen durchhalten können. Wie wichtig ist dann auch ein Ausgleich zur Rennfahrertätigkeit, dass du sagst, als Kärntnerin bist du viel in den Bergen unterwegs, ist das so dieses Maß, was dich wieder ein bisschen runterholt, was dich vielleicht auch ein bisschen ausgleicht und geistig befähigt, um im Rennwagen die maximale Kontrolle zu haben? Ja, voll. Also das ist mir total wichtig. Das mache ich auch wirklich regelmäßig und relativ oft. Also immer, wenn ich Zeit habe eigentlich, weil es mir echt wieder ganz klar im Kopf macht. Also ich mag das total gerne am Berg. Das kann man ein bisschen runterkommen. Man hat eben zugleich Sport. Und das ist eigentlich mein perfekter Ausgleich, wenn ich in die Berge unterwegs bin. Alina, wir werden auf jeden Fall nach einer kurzen Werbepause weitersprechen. Natürlich über die aktuelle Tätigkeit. Seit 2 Jahren ist sie in der NASCAR Euro Series unterwegs. Wir sprechen aber auch über mögliche Gefahren im Motorsport. Da zu Beginn dieses Jahres 2 Österreicher bereits erwischt wurden mit Matthias Walkner im Rahmen der Rallye Dakar und auch zuletzt Luki Auer beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Gesprächs mit Alina Leubmecker. Servus. Hallo. Jetzt haben wir uns schon über deine allgemeine Situation unterhalten, wie du zum Motorsport gekommen bist, wie man sich vielleicht auch als Frau in einem männlichen Umfeld behaupten muss. Jetzt hast du dich zumindest in der NASCAR Euro Series so behauptet, dass du ein drittes Jahr auch an den Start gehen wirst. Bericht einmal über deine ersten Erfahrungen in dieser NASCAR-Serie, die sich ja vom amerikanischen Modell doch unterscheidet. Ja, genau. Also die europäische NASCAR-Serie eben, es stammt von Amerika ab. Unsere Autos sind eben auf Rundstrecken ausgerichtet, da wir in Europa mehr Rundstrecken haben. Eben, wir sind auf Valencia unterwegs, also Oschersleben ist nächstes Jahr im Programm, Brands Hatch, in Kroatien sind wir, Vallelunga, also es ist eigentlich echt breit gefächert. Wir haben da ganz coole Rennwochenenden verteilt in Europa. Und ich würde einmal sagen, es ist eine richtige Oldschool-Motorsport-Serie und das macht es ganz spannend. Wie würdest du dich als Rennfahrerin beschreiben? Welche Qualifikationen bringst du mit? Was sind vielleicht deine Vorteile, deine besonderen Skills, die du dann anwenden kannst? Wo liegen deine Stärken? Wo liegen meine Stärken? Also ich glaube eben, ich tue mental auch echt relativ viel und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Motorsport. Man muss ja über eine lange Zeit wirklich sehr konzentriert auch sein, da die Leistung bringen. Und gerade was jetzt NASCAR betrifft, ich finde es einfach da eben eingehend so spannend, weil es wirklich noch total oldschool belassen ist. Also wir haben 4-Gang-Haarschaltung mit Zwischengas, wir haben echt gar keine Vorhöfen oder sowas drinnen. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man vielleicht vom Kartsport dann gleich einmal dorthin kommt, also nach einer vielleicht kleineren Turnwagen-Serie, die ich eben gehabt habe, dass man wirklich sich eben so auf diesen
auf diesen harten Motorsport konzentriert und dahingehend dann auch einlebt eigentlich. Jetzt könnte man auch meinen, dass diese europäische Nesca-Serie dazu dient, ein Sprungbrett zu sein für das amerikanische Modell. Jetzt hast du aber erwähnt, dass ihr quasi in einer Oldschool-Rennserie unterwegs seid, auf normalen Rundkursen. In Amerika wird er im Oval gefahren. Wie viel Vorbereitung hat man denn dann theoretisch auch für das große Spektakel in Amerika? Also es ist natürlich schon, es sind ganz viele Fahrer, die bei uns jetzt in Europa fahren, wo der Traum auch wirklich ist, in Amerika fahren zu können, wie auch bei mir. Also es wäre auch mein absoluter Traum, dort einmal ein Rennen zu fahren. Und es ist auch nicht so abwegig, weil die Autos sind gleich. Wir haben in Europa einfach weniger PS haben wir eigentlich, aber sie sind komplett gleich ausgerichtet. Und ich glaube, bringt das schon ganz viel, weil man kennt das Auto, man weiß schon einmal, wie das funktioniert. Und ja, und dann muss man sich halt natürlich auf die Rennstrecke einstellen. Aber das ist generell, wenn man auf einer neuen Strecke ist, muss man sich auf die Strecke vorbereiten. Als Normalo, als Laie würde ich jetzt mal persönlich behaupten, dass man sich beim herkömmlichen Nesca-Rennen, wo man in diesem ovalen Kreis gefühlt 110 Runden absolvieren muss, nicht besonders viel mitbringen muss. Ist es einfach nur das Wichtigste, die Konzentration über diesen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten? Braucht man da wirklich auch eine körperliche Fitness? Ja, also definitiv. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen. Und Ovalfahren ist auch relativ spannend. Also es ist jetzt ein, ja natürlich, man kennt das bei uns so auf die Rundstrecken, es schaut vielleicht ein bisschen langweilig aus, aber das ist es auf keinen Fall, also da gehört schon viel mehr dazu und das ist eben, ist eine Kombination aus dem Ganzen, was schon wichtig ist. Wie kannst du dir erklären, dass dieses Spektakel in Amerika besonders Fuß gefasst hat, dass die Leute das so attraktiv finden, dieses Nesca-Fahren? Ja eben, es ist einfach echt ganz wild, also vielleicht hast du auch schon mal das ein oder andere Rennen geschaut, also da ist schon richtig was los und das wird auch echt wirklich gehypt, also so wie bei uns eigentlich die Formel 1 so präsent ist, ist in Amerika halt Nesca wirklich das Motorsport-Event schlechthin. Ausblick auf 2023 wollen wir auch noch wagen. Ich glaube, Anfang März wäre in Finnland so ein Kickoff-Event geplant gewesen, das aus logistischen Gründen jetzt abgesagt wurde. Das heißt, Startschuss dann in Valencia. Wie sehen jetzt so die nächsten Wochen, Monate aus bis dahin, um dann optimal vorbereitet zu sein? Genau, ja. Also das Eis-Event, das wäre eben so der Start gewesen, ist aber jetzt leider verschoben bzw. eigentlich abgesagt worden. Also wir legen jetzt eben den ganzen Fokus auf Valencia im Mai. Freue mich schon total, ich kenne auch die Strecken gut. Und ja, jetzt bis dahin eben trainieren, fit bleiben, Sponsorensuche, also das volle Programm bis dahin, dass man wirklich noch alles bestmöglich vorbereiten kann. Diese Sponsorensuche ist, glaube ich, ein oft diskutiertes Thema und von noch jüngeren Rennfahrern wird da die Corona-Pandemie auch negativ entgegengewirkt oder war das dann vielleicht auch Aufschluss darüber, es muss auch andere Auswege geben? Ja, nein, definitiv. Also ohne Sponsoren, ja, wir brauchen im Motorsport definitiv Sponsoren, Menschen, die uns unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten, Kooperationen haben, das ist super wichtig, ohne dem geht es nicht. Und es ist natürlich ein großes Thema. Corona hat bei vielen natürlich wirklich auch einen negativen Effekt gehabt. Ich hoffe und blicke aber einfach positiv jetzt auf die Zukunft, dass man dahingehend dann auch wirklich wieder die passenden Partner an seiner Seite findet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Rein sportlich gesehen, wo soll die Reise jetzt in diesem Jahr hingehen? Mit welchen Zwischenergebnissen wärst du zufrieden? Gibt es einen Gesamtplatz, den du am Ende des Jahres belegen möchtest, um wirklich zu sagen, jetzt habe ich meine Ziele erreicht? Ja, also ich bin ja eben voriges Jahr Vizemeisterin geworden. Das heißt, ich will definitiv den Titel nach Österreich holen. Also um das will ich auf alle Fälle kämpfen. Ich habe voriges Jahr 3 Top-10-Ergebnisse gehabt. Auf das will ich natürlich aufbauen. Also ich habe wirklich voriges Jahr leistungsmäßig mich auch total gesteigert, auf das bin ich echt stolz. Ich habe da mit meinem Schweizer Team Racing Fuel Motorsport haben wir echt sehr hart daran gearbeitet, dass wir da was weiterbringen. Und das ist definitiv das Ziel, dass ich den Titel holen kann. Und man sollte natürlich über die Zukunft nur Gedanken machen, wenn sich wirklich realistisch was ergibt. Aber wo siehst du dich persönlich auch in 5 Jahren, wenn es nach dir geht? Du hast ja doch ein Alter, wo man schon sagt, man hat noch eine gewisse Leichtigkeit in sich, aber man hat auch schon Routine. Genau, ja, also eben, ist immer was möglich ist. Aber natürlich, ich träume groß, ich will ja. Also ich möchte mich jetzt gerne in der europäischen Nesca-Serie wirklich etablieren, möchte da noch meine Erfahrungen sammeln und mein Traum wäre es, nach Amerika zu gehen und das ein oder andere Langstreckenrennen zu fahren. Also das steht definitiv auf meiner To-Do-Liste. Sehr gut. Grundsätzlich, um Frauen vielleicht zu ermutigen, wie kannst du Frauen das Ganze schmackhaft machen, wenn sie Interesse besitzen? Wie hart ist es vielleicht auch reinzukommen, wenn man nicht so selbstbewusst ist wie eine Alina Neumeier, wenn man vielleicht ein bisschen schüchterner ist, sagen wir mal so. Nein, also eben, ich glaube, das ist es einfach. Wenn es da Spaß macht, wenn du merkst, das ist es, dann kämpf hart dafür,
tu alles, was du sonst auch in einem anderen Sport machen würdest. Also es ist, natürlich ist es nicht einfach und nicht leicht, das sagt auch keiner, aber wenn es einen Spaß macht, dann ist, glaube ich, wirklich mutig sein eines der wichtigsten Dinge, die man da machen kann. Zu Beginn des Jahres haben wir aber auch die Schattenseiten des Motorsports aus österreichischer Sicht zu sehen bekommen. Matthias Walkner hat bei der Rallye Dakar auch einen heftigen Sturz kassiert und Verletzungen davongetragen. Zuletzt jetzt auch ein Lucky Auer, der beim 24-Stunden-Rennen von Daytona dann letztendlich auf einem Rollator unterwegs war, wenige Tage später. Was geht da einem durch den Kopf als Landsfrau? Ist natürlich nicht ohne. Also ich wünsche auch wirklich beiden gute Besserung, dass sie bald wieder auf die Beine kommen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man wirklich auch gerade im Motorsport, natürlich Angst ist der falsche Begleiter, aber Respekt gehört auf alle Fälle dazu. Und wenn sowas einmal passiert, wenn man einmal so einen Rückschlag hat, ich habe einmal einen Unfall gehabt in Belgien, in Zolder, also es war auch nicht so ohne. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man da mental dann auch wirklich denkt, weitermachen, wieder darauf hinarbeiten, wo man hin will, das ist wichtig, generell finde ich im Leben. Und ja, ich glaube, das ist dann wirklich so der Ausblick, den man haben sollte, dass man wieder auf sein Ziel arbeitet. Bei deiner persönlichen Erfahrung hast du Glück im Unglück gehabt. Du hast mir erzählt, du wurdest mehr oder weniger von hinten angeschoben und dann ist eine Stange mehr oder weniger relativ knapp an deinem Oberschenkel oder an deinem Körper vorbeigefahren. Was geht einem unmittelbar in diesem Moment im Kopf, wenn man sieht, was hätte passieren können? Ja, natürlich. Was, Gott sei Dank ist es nicht passiert. Das war echt relativ blöd, weil es war nämlich, also hinter mir hat ein Auto einen Reifenplatzer gehabt, ist dann in die Bande und hat einen Gegenpendler gekriegt und ich war der Gegenpendler leider. Hab's gar nicht gesehen, also ich war total unvorbereitet, habe auch meine Hände am Lenkrad gehabt, also ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Aber auch da, es ist natürlich immer ein Risiko dabei, wenn man sowas macht. Die Autos sind aber schon echt, also relativ gut und sicher gebaut, was auch echt wichtig ist. Und auch da ist es wieder eben, was alles in deinem Kopf passiert, das ist eben echt eines der wichtigsten Sachen, auf die man da Wert legen sollte. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass du immer wieder gesund aus dem Auto aussteckst. Besten Dank für das Gespräch, danke für den netten Einblick und alles Gute für den Auftakt in Valencia. Danke euch, danke. Das war also ein Einblick in das aktuelle Leben der 28-jährigen Alina Leuben-Egger, die in Valencia bei der Nesca Euro Series ab Mai wieder um Siege kämpfen wird. Sie möchte sich natürlich weiterhin verbessern, um auch höheren Aufgaben in der Zukunft zu entsprechen. Unser Motorsportmagazin startet übrigens mit Ende des Monats am 28. Februar. Würde mich freuen, wenn Sie da spätestens wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.